We gon' put her all in. Yeah, can't take a loss. I don't trust you when you talk. You talk a lot. Acting like a zombie, copy how they talk. What's the drip? I don't think they dripping. $1,000 jeans, tell me why they got the ribs. Then all these rappers think they saucy. Okay, noch ganz kurz, bevor das Video beginnt, vergesst auf jeden Fall nicht, meinen Creator-Code einzutragen, ArianFN. Ihr könnt natürlich auch jeden anderen Creator-Code eintragen, aber würde mich auf jeden Fall mega freuen, wenn ihr meinen eintragen würdet. Und falls ihr es noch nicht gemacht habt, könnt ihr auch gerne abonnieren. Dann verpasst ihr auch nichts mehr und ja, ich würde sagen, los geht's mit dem Video. Oh, da unten ist ein Name. Oh, ich will das eigentlich schon gerne. Ich kann jetzt nicht einfach wegfliegen, ich muss mir das holen. Nein! Na, bitte hat er mich nicht gesehen. Ey, warum bin ich hier gelandet? Da ist auch noch ein Roboter. So, komm, ich muss schnell weg. Und ich würde sagen, ich fange einfach mal direkt an mit dem Thema, welches im Titel steht. Es ist auch kein Clickbait oder so, es ist wirklich passiert. Und zwar war das gestern früh, da habe ich einfach gechillt gezockt. Ganz normal halt. Oh, warte, da ist jemand. Ja, wie gesagt, es war gestern in einer Runde. Da war die Zone eigentlich noch relativ groß und es hat nur noch ein Gegner gelebt. Also mein Mate und ich und noch ein Gegner. Und wir haben halt gedacht, der... Oh. GG. Ja, wir haben halt gedacht, der versteckt sich vielleicht irgendwie im Busch. Das tut mir aber leid. So, wo bin ich jetzt stehen geblieben? Also, da war nur noch ein Gegner. Und wir dachten halt, der versteckt sich irgendwo. Und dann wurde die Zone halt immer kleiner. Und es gab immer weniger Versteckmöglichkeiten. Wir haben halt auch so gut wie jeden Baum kaputt gemacht. In jeden Busch reingeschossen. Aber er war nirgendwo. Und zu dem Zeitpunkt wussten wir halt nicht, dass wir den Gegner niemals sehen werden in der Runde. Und dann wurde die Zone irgendwann so klein, dass der Gegner einfach nirgendwo mehr sein könnte. Und dann habe ich natürlich direkt... Wow! GG. Alter, ich muss die ganze Zeit unterbrechen. Naja, also die Zone war dann so klein. Er hätte eigentlich nirgendwo sein können. Und ich habe dann natürlich direkt Aufnahme gestartet. Ja, ich würde sagen, ich blende dich einfach mal in den Clip ein. Hä? Komm mal runter. Drei Leute, aber hier kann nicht noch einer sein. Hä, das ist voll komisch. Ey, der kleinste Punkt, du musst jetzt los. Wer ist der letzte Gewinner? Das, hä? Das kann doch gar nicht sein. Hä, was ist das denn? Ich habe zwei Lagerfeuer und zwei Saufhexen. Wir müssen da gleich hoch. Mir schauen noch zwei Leute zu. Oh, 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 ich komm raus. Ah, nein! Geh in die Mitte, geh in die Mitte. Du musst in die Mitte gehen. Ah. Hä? Ah. Hä? GX ja, Mr. Rap hat aufgegeben. Hä? Lass Wiederholung schauen! Ich habe keine Ahnung, wie wir das noch gewonnen haben. Also wenn ich kein Lagerfeuer und Splash dabei gehabt hätte, dann hätten wir das auf jeden Fall verloren. Jo.
Was macht der denn? Natürlich haben wir dann auch noch im Wiederholungsmodus geschaut, was da jetzt los war, weil das kann ja nicht sein. Und naja, schaut sich einfach an. Warte, der. Der war die ganze Zeit in dem Busch, aber was dann? Was ist danach passiert? Da, Giesigs Rap. Hä? Der hat einfach keinen Schaden bekommen. Was? Der hat einfach keinen Schaden bekommen. Der ist die ganze Zeit außerhalb der Zone, aber bekommt keinen Schaden. Hä? Der ist einfach außerhalb der Zone die ganze Zeit geblieben. Hä? Was? Hä? Er bekommt einfach keinen Schaden. Aber warum hat er dann am Ende trotzdem verloren? Ja, ne? Vielleicht hat er sehr, sehr wenig Schaden bekommen. Hä? Es ergibt keinen Sinn. Also keine Ahnung, mega komisch. Er ist die ganze Zeit irgendwie 20 Meter von der Zone weggeblieben und hat einfach die ganze Zeit keinen Schaden bekommen. Es war so komisch. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob euch das schon mal passiert ist. Junge. Digga, bleib doch hier. Oh, davon ist auch einer. Boah, den werde ich so lasern. Nicer Bloom. Also wo ist er jetzt? Oho. Ja, natürlich. Jetzt komm her. Was?
Nein! Du. Naja, was? Naja, das war's doch schon mit dem Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Falls ja, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Und ja, bis zum nächsten Mal.